Meine Damen und Herren, liebe Gazpacho-Hasser auf der ganzen Welt. Es ist soweit, wir spielen weiter XCOM Enemy Within. Und ich habe mich entschlossen, ein wenig Einrichtungen zu bauen. Nein, das war verkehrt. Einrichtungen bauen wollte ich nicht. Oder doch? Doch, wollte ich. Ich wollte hier eine Einrichtung bauen. Und zwar kein Labor, sondern eine Werkstatt. Für eine Werkstatt fehlt mir aber Energie. Das ist unschön. Das heißt, ich brauche ein neues Kraftwerk. Und zwar, Ellerium-Kraftwerk kostet 275 und macht wie viel Energie? Plus 30 Strom. Das heißt, wir würden unseren Strom mehr oder weniger ausmaxen. Ha, das gefällt mir sehr gut und es kostet die Hälfte unseres Geldes, aber... How much is the fish? 14 Tage, machen wir. Zwei Ufo-Energiequellen haben wir tatsächlich. Und 29 Funds im Monat sind auch okay. Her damit. Das wird unser Energieproblem auf absehbare Zukunft lösen. Dann können wir nichts weiter bauen, außer baue, kaufe Gegenstände, denn wo war's? Die Phönixkanone war etwas, was wir schon gebaut haben. Wo ist denn? Hier. Die Schwerelaser-Präzisionsgewehr Railgun. Da. Herstellen. Mech-Kämpferklasse. Ich glaube, wir hatten verfügbar 2. Was ist verfügbar? Wir haben Mech-Bewacher, Mech-Hüter. Wir haben immer noch keinen Mech-Kämpfer. Oder ist das keine Klasse und die sind... Ich glaube, so ist das gemeint. Mech-Kämpfer ist keine Klasse, sondern Mech-Kämpfer sind Mechs. Dann sollten wir mal ins Lagerzentrum schauen und zu sagen, besuche den Schwarzmarkt. Und mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Außenweltsplitter nicht erforscht, der Gegenstand ist unverkäuflich. Gott sei Dank. UFO-Energiequelle sind alle intakt. Plasma-Gun ist hier nicht drauf. Okay, Technikabteilung. Wir probieren das mal. Kaufe Ausrüstung. Pulsbogen. Railgun, da. Herstellen. So, 2 Railguns. Ereignisliste erweitern. Railguns sind sofort fertig. Das hieße für mich, dass wir, wenn wir hier reingehen, Mehrkämpfer, da. Flame Rider. Bewaffnung. Hello! Mehrkämpfer sind keine eigene Klasse. Mehrkämpfer ist die allgemeine Bezeichnung für Mehrkämpfer. Darauf muss man erstmal kommen. Bewaffnung. Railgun. Sehr schön. Damit sollten wir uns einen kleinen Vorteil erarbeitet haben. Gut. Zurück zur verdeckten Operation. Spion ist bereit zur Abholung. Ignorierst du die Mission, stirbt er. Manchmal ist es eine Entscheidung wert. In diesem Fall nicht. Wir gehen davon aus, dass sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Und wir haben immer noch Truppen offensichtlich. Major Moin kommt mit. Bearbeiten wir ruhig mal Bewaffnung. Nimm ruhig mal eine Schalenrüstung, so bis wir die haben. Dann nimmst du ein Laserpräzisionsgewehr und eine Nanofaserweste. Oder Zielsicherheit 116. Plus 10, 126. Trefferpunkte plus 4. Anstelle von plus 6. Nö, dann machen wir plus 4. So. Und da das eine Exalt-Zelle ist, gehen wir hier auf die Bewaffnung und sagen, Pulsbogen kannst du zu Hause lassen. Und nimm mal lieber so eine Alien... Ne, nimm mal wieder eine Nase. Nanofaserweste mit. Huiuiuiuiui. Sehr, sehr gut. Also, Einsatz starten. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Unsere Los jetzt. Aufklärung berichtet von einer Exalt-Zelle in Russland. Strike One muss unseren Agenten um jeden Preis bei der Sicherstellung der Exalt-Daten schützen. Okay.
trefft sich mit unserem Spion, muss sich in zwei Kommunikationsanlagen hacken. Kennen wir alles. Sehr gut, machen wir. Allerfeinst. Exort-Truppen haben einen unserer Agenten überrascht, als er sich gerade in eine feindliche Funkrelaisstation gehackt hat, um an geheime Daten zu kommen. Strike One muss da rein und die Feinde in dem Gebiet ausschalten, damit unser Mann an die Daten aus den restlichen Relaisstationen rankommt. Er ist unsere einzige Hoffnung, an diese Daten zu gelangen. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wird gemacht. Wurde aktualisiert. Das Problem wird dabei sein, die Einheit am Leben zu halten. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Leute aufs Dach, wo der steht. Bei den anderen waren wir ja immer zumindest irgendwie in einem leichten, in so einem Raum, der einigermaßen umschlossen war von Wänden, relativ klein, wo Gegner eigentlich nicht reinkommen sollten. Aber den Luxus haben wir nicht. Leichtes MG. Wie kriege ich dich einigermaßen in Deckung? Ich kümmere mich darum. Machen wir es mal so. Und dann kommt einer mit einer Granate und dann ist dieses Auto hier eine wahrhaftige Todesfalle. Ja, und du bist da auf dem Dach und ich glaube, ich muss dich ein bisschen mehr für den Moment zumindest hierhin räumen. Und eine Einheit haben wir noch. Dich wie gewohnt irgendwie nicht sieht und sehr weit hinten ist. Gut. Fein, du hast das Laserpräzisionsgewehr. Das hieße rein theoretisch, dass ich darauf vertrauen kann, dich ruhig mal hier hinzuschaffen. Und zu gucken, ob keiner guckt auf dem Dach. Sehr gut. So, unser Freund mit der Railgun. Bin unterwegs zu neuer Position. Los, Fire Turtle. Fire Turtle sie. Fire Turtle sie alle. Holzkopf. Holzkopf hat eine schöne Reichweite. Diese Exalt-Einsatzkräfte wurden offensichtlich per Genmanipulation erheblich verstärkt. Das deutet darauf hin, dass Exalt sowohl Zugang zu Meld als auch zu Laboranlagen ähnlich den unseren hat. Trotzdem warne ich davor, dass wir uns dazu hinreißen lassen, die Physiologie unserer eigenen Soldaten in einem solch hemmungslosen Ausmaß zu verändern. Wenn das eine Genmanipulation ist, bin bereit vorzurücken. Wo gehen sie denn dann hin? Feind zerstört. Der geht auf jeden Fall nirgendwo hin, es sei denn, irgendjemand befestigt Servos an seinen Beinen. Dann glaube ich, geht er nochmal. Aber bis dahin werden wir uns da etwas einschränken müssen mit der Bewegung. So, du siehst momentan nicht viel, aber auf Verdacht würde ich das gerne mal tun. Du bleibst hier. Du kannst nochmal feuern. 55% ist nicht viel. Aber wenn du triffst, dann ist es wirklich angenehm. Probieren wir es mal. Ah, verdammt. Oh. Ziel nicht ausgeschaltet. Einen haben wir noch. Machen wir ruhig mal so. Und sie hat ja inzwischen eine ganz gute... Sie könnte hier hin. Ja, wir machen das. Wir versuchen das. Aha, sie sieht den Gegner auch noch. Wie wunderschön. Ja. Versuchen wir es. Was? Da sind zwei? Wo war denn der zweite? Alles in Ordnung. Sieben Schaden! So, Unverschämtheit. Aber ich bin einigermaßen froh, dass wir die eigentliche Einheit hier. Lecker. Da oben, die. Habika. Dass wir Habika ein bisschen weiter weggestellt haben. Feldposten. Bin schon dabei, Commander. Oh.
Wie unbefriedigend. Da hat es sogar noch für Feldposten gereicht. Wenigstens haben wir den Schuss abgefangen. 84% zu 75. Nehmen wir ruhig 84. 7. Munition ist alle. Munition ist alle. Das ist ein Problem, aber... Machen wir euch erstmal... Was? Okay. Bin unterwegs zu neuer Position. Hoffentlich können wir... Ja, hier noch was sehen. Das heißt, wir kriegen zumindest noch einen Schuss raus für 100%. Ich brauche bald Munition. Ziel ausgeschaltet. Und du... Ja, du... Dich bewegen wir als zusätzliches Ziel... Nach hier. Du hast nämlich noch volle Rüstung. Und dich, du Laserpräzisionsgewehr, du gehst nach hier. Und du bleibst da, wo du bist. Du reparierst dich selber. Und der wird probieren, sich zurückzuziehen, ja. Kleine, aber feine Rückzugsmethoden. So, nächster Schritt. Diese Location sichern. Ich neige immer dazu, alle Einheiten in die Deckung zu bewegen, aber nicht bei allen Einheiten ist es wirklich empfehlenswert. Zum Beispiel natürlich bei Max macht es keinen Sinn. Du kannst nach hier und nochmal Feldposten machen. Du kannst nach hier und Feldposten machen. Hier haben wir eine volle Deckung für dich, das ist die Hauptsache. Und da kannst du auf Feldposten gehen. Und Habika bleibt hier oben so lange im Versteck, bis die Luft rein ist. Ja, Exhaltrunde verlief ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Ha. Dann nutzen wir hier mal die volle Deckung. Ah. Rücke aus. Und ich habe das Gefühl, ich muss euch nicht mehr alles erklären. Inzwischen haben wir schon so viele Missionen gemacht, dass wir im Grunde so gut wie alte Hasen sind zusammen. Und gib mir die Gelegenheit hier einmal mit Schmackes 81% und kritisch. Oh, wie wunderschön. Einer weniger. So, du bewegst dich dann schon mal hierhin. Laserpräzisionsgewehr und du, das finde ich noch viel besser, du kannst jetzt tatsächlich mal hier runtersprinten. Der interessante Teil ist, dass ich denke... Der nächste Datensatz gehört fast uns, Commander. Unser Agent muss nur noch die Funkrelaisstation aktivieren. Es wäre besser gewesen, wenn wir das zuerst aktiviert hätten. Nicht gut überlegt. Aber jetzt können wir es nicht mehr ändern. In Ordnung, Commander. Und wieder eine Einheit in die Deckung bewegt, die sie eigentlich nicht braucht. Exalt-Runde, da tut sich was. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Ah. Hier, Kützi. Ein Scharfschütze und ein Schwerer mit Raketenwerfer. Beides für mich sehr, sehr unangenehme Entwicklung. Machen wir erst das eine.
und dann das andere. Das eine in diesem Fall ist das... Sehr gut. Wir haben die Exalt-Daten zum Teil entschlüsselt. Sieht aus, als wäre ihre Kommunikation durch das Hacking unterbrochen. Suchen wir die restlichen Relaisstationen. Das ist das eine. Das Hacking von dieser Einheit ist das eine. Und wir haben hier natürlich eine Einheit, die von hinten sich ranpirschen wird. Die Frage ist, wie wir der am besten entgegentreten. Mein Versuch wäre, hier nach hinten zu gehen. Oh, wie wunderschön. Eine flankierte Einheit. 100% Trefferchance. Und 100% kritische Chance. Ah, verdammt. Noch eine Einheit. Da, das ist der Mech, den ich dafür haben möchte. Aber wie komme ich da nah genug ran? Wahrscheinlich gar nicht. Habika könnte es versuchen, einmal drauf zu schießen. Aber, ich vermute, dass das nicht die gesündeste aller Ideen ist. Wenn sie allerdings trifft... Oh, wäre das nicht fantastisch, wenn sie trifft? Wir versuchen das. Und 62%ige Trefferchance. Ne, dann gehen wir auf Sturm und Schuss. Und gehen nochmal einen Schritt näher ran. Und versuchen es jetzt nochmal. Nochmal 62%. Ah, oh, wie wunderschön. Sowas klappt in den meisten Spielen, die ich spiele, nicht, wenn man es mal drauf ankommen lässt. Das ist das, wo man sich mal merkt, da war RNGesus, wie man so schön sagt, diesmal für mich. Gut, was hatten wir noch? Wir hatten noch das Gefühl, dass hier noch Gegner sind. Wie wäre es, wenn wir die mal suchen? Da haben wir auf jeden Fall was gehört. Die Frage ist, wo ist das Ding? Bin unterwegs. Ja, auch nichts. Schon unterwegs. Holzkopf ist dort Gott sei Dank der, der am meisten Schaden austeilt und einstecken kann. Deswegen tun wir ihn ruhig mal hier hin. Und da wir wissen, dass da was ist und da wir noch mindestens 2 Runden brauchen, um Habika auf die andere Seite zu holen, können wir durchaus mal hier die Sache auskundschaften. Oh, übrigens interessante Poster hier. Du gehst mal hier rüber. Ah, noch sehen wir nichts, das ist ein Problem. Was ist, wenn wir Holzkopf mal nach hier schaffen? Ah, hallo! Wie unschön! Sehr schön. Einer tot von mehreren. Gut, das müssen wir so in Kauf nehmen. Du hast 100%, du hast auch 100%, aber dich töte ich damit. Oder auch nicht. Keine Munition mehr verfügbar. Mist. Aber dich kann ich nach hier bewegen. Oh. Oder. Per Sturm und Schuss. Per Sturm und Schuss. Bis nach hier. Was zum Geier? Ich bezweifle, dass das der beste Weg ist, um dahin zu kommen. Aber wir nehmen das mal so hin. Und... dich schaffe ich nicht tot, aber dich auf jeden Fall. Auch eine Einheit mit einer Gesundheit schießt noch genauso gut wie eine mit 10. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir hier ein wenig aufpassen müssen. So, womit ist uns mehr geholfen? Das Viech direkt zu beschießen oder hier Deckungsfeuer zu machen. Verringert die Zielsicherheit des Ziels und feuert einen zusätzlichen Schuss ab, wenn sich das Ziel bewegt. Das, denke ich, ist hier genau das Richtige. Munition alle. Und jetzt sollten wir einfach nur sehen, ob wir hier Einheiten schnell genug rankriegen. Probieren wir das.
Und mit Habika gehen wir schon mal grob in diese Richtung. Und wir haben, glaube ich, noch eine Einheit. Wir haben noch den Mech. Oh, und der Mech sieht sogar den Gegner. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Aber ich denke mal, wir bewegen uns noch einmal näher ran. Was ist das eigentlich? Begleitschaden. Zerstörung die Deckung des Ziels. Nein, das wollen wir nicht. Wir feuern direkt mit unserer Railgun. 100%ige Trefferchance. Oh, wie wunderschön. So, was die Frage ist, was macht er? Wenn er sich jetzt bewegt, dann wird ihm gar etwas Unangenehmes passieren. Feuern wir zuerst mal mit dem Streulaser. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, alle tot. Dann können wir uns nach vorne bewegen zum eigentlichen Ziel. Bin am Nachladen. Du auch. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht mehr ganz so viel Sorgfalt walten lassen. Da waren eben keine Gegner, da werden jetzt auch keine sein. Erst wenn wir dem Ziel sozusagen näher kommen, dann werden da Gegner entstehen. So, deswegen. Ruhig in die volle Deckung, selbst wenn da welche wären, wären wir noch immer in der vollen Deckung und das wäre dann auch okay. So, wie nah kriege ich dich da ran? Gar nicht. Gehen wir dahin. Und wir haben auch schon wieder eine ganze Menge Munition verplempert. Das ist auch ganz gut so. Wie Sie befehlen. Ja. Aber es ist erstaunlich, wie lange sich so eine Mission ziehen kann. Wir haben jetzt immerhin schon 20 Minuten rum mal wieder. Das ist schon ganz beachtlich. Ja. Stellen wir uns ruhig dahin. Und hier passiert etwas Ähnliches. Wir rücken erstmal auf. Rücke vor. Laden dann mit allen. Einheiten einmal nach. Strozzi ist hier so ein bisschen entlegen, das gefällt mir nicht. Wir müssen Strozzi mal so ein bisschen langsam nach vorne holen, aber mit leerem Magazin macht sich das ein bisschen schlecht. Rücke vor auf angegebene Position. Oh, da hat er mir einen interessanten Weg angezeigt. Treppe auf, Treppe ab. Ja. Bums. Da sitzt er. So, Laserpräzisionsgewehr ist relativ voll. Auch da geht's übers Dach offensichtlich. Was ich interessant finde, ist, dass ich diese Karte tatsächlich noch nicht kenne. Und ich habe relativ viel XCOM gespielt. Ich habe das Gefühl, dass diese Karte mit irgendeinem Update neu dazugekommen ist, was ich lange nicht gespielt habe. Oder vielleicht jetzt im Rahmen von XCOM 2 einfach mal eine Map aus XCOM 2 rübergeschoben. Was eigentlich nicht sein kann, denn sieht schon ein bisschen besser aus. Und es hat prozedural generierte Karten. Das heißt, Karten, die jedes Mal neu erstellt werden. Ähnlich wie, hoppala, Nachladen. Zum Beispiel bei einem Diablo der Fall ist. Feldposten. Überall Feldposten. Oh. Lauren kann jetzt runnen und gunnen. Das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen für genau jenes. Und das ist setze mich in Bewegung. Hier sicherlich ganz gut. Ruhig ein bisschen weiter draußen. Laserpräzisionsgewehr von Moin geht hier in Deckung. Und Habika wird in dieser Runde schon das Ding auslösen. Wir haben uns in alle Funkrelaisstationen in diesem Gebiet gehackt, Commander. Ja. Alle Daten sind entschlüsselt. Das waren wir. Zu den Agenten zum Evakuierungspunkt, um ihn auszufliegen. Neues Ziel erhalten. Wird gemacht. Wo bewegen wir uns denn da hin? Du
machen wir ruhig Run and Gun nach hier. Das sind ein paar Felder mehr, die wir hier haben. Das macht es natürlich ganz angenehm. Ah. Großartig. Ja, kommt. Kommt. Der hatte Glück. Dieses Mal. Er ist ausgeschaltet. Wir töten euch. Wir töten euch alle. Zum Beispiel jetzt. 100% Trefferchance, 60% kritisch. Fast schon ein Kill erzeugt. Was haben wir hier? 100%ige Trefferchance. Jo. Railgun allerfeinst. Allerfeinst. Kannst du jetzt nachladen? Holzkopf selber rückt auf. Er ist einfach der Feinste mit seinem, mit seiner neuen Railgun. So, und ab jetzt haben wir es mehr oder weniger nicht eilig. Die Gegner kommen ja nicht unbegrenzt nach, sondern immer nur dann, wenn wir tatsächlich aufrücken. Chilong geht nach hier. Ich meinte auch, es seien drei Gegner runtergekommen, oder ich habe mich verzählt, oder mir das einfach falsch gemerkt. So, und du gehst nach hier. Und da du in der vollen Deckung bist, kannst du hier auch in Deckung gehen. Ja. Habe ich das falsch gemacht? Ich habe das falsch gemacht. Ich habe den völlig falschen in die Deckung bewegt. Naja, gut. Bewegen wir ruhig Holzkopf zuerst. Holzkopf hat irgendwie immer die längste Reichweite von allen. Die stehen hier relativ eng zusammen, also an einem Auto, was noch sozusagen in die Luft fliegen kann, Leute hinzustellen, finde ich immer enorm heikel. Aber ich habe keine bessere Idee im Moment. Ich glaube, es geht noch. Gehe in Position. Tun wir das, leichtes MG, das könnte schon mal funktionieren. So, du bist langsam zu weit abgeschlagen, du kannst mal hier oben drauf gehen. Dann kannst du zumindest in der nächsten Runde im Zweifelsfall einen sauberen Schuss landen. Das gleiche ruhig hier mit... das war nicht so gut. Ich glaube, ich wollte sie hier in die Deckung bewegen und stattdessen steht sie hier oben jetzt ganz exponiert. Das ist natürlich nicht so gut. Also alles, was hier kommt, werden wir mehr oder weniger... in der nächsten Runde klären müssen, aber dass die hier alle so eng zusammenstehen. Ein oder zwei gut gezielte Raketen wären wirklich unser Ende. Wo ist eigentlich unsere Evakuierungszone? Da hinten. Gut. Wie weit kann ich dich holen? Nach da, denke ich. Da kann ich dich parken. So, und alle anderen müssen mehr oder weniger aufrücken. Du kannst nach hier. Hast du gesagt, ja, Chef? Die 8P, Andy. Hier eine Railgun mit Armani. Ich denke, sie kann sich schon nach da bewegen. Im schlimmsten Fall fängt sie ein paar Kugeln, aber die hält ja einiges aus. Bin schon dabei, Kommandant. Holzkopf nach hier. Und auf Feldposten gehen, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. So, Struzzi. Auf geht's. Auf geht's, Struzzi. Auch hier, Feldposten. Und bin bereit, vorzurücken. Dieses Auto kann nicht mehr explodieren, das ist sehr, sehr gut. Da gehen wir auch ruhig durchaus in den Feldpostenmodus. Und moin. Geht schön hier rüber. Dann haben wir eine Runde, wo wir zumindest einigermaßen gut nach vorne kommen können, nämlich so. Jo, mach dich mal ruhig los. Das ist eine erstaunlich lange Mission. Wir hatten doch schon vorher diese Mission. Haben die jedes Mal so lang gedauert? Ich habe das Gefühl, diese dauert ewig. Geht in Ordnung.
Ja. Bin unterwegs. So, richtig schön auf Feldposten gehen. Hier nochmal, Feldposten. Und ich finde, du kannst dir das mit dem Feldposten mal schenken. Du kannst dich gleich nach hier hin schaffen. Du mit deinem Laserpräzisionsgewehr, du hast schon wieder keine vernünftige Deckung. Also, du hattest eine, aber... Ja. Ich meinte mehr eine Position, wo du zukünftig mehr Deckung haben könntest. Hup. Fein. Sehr gut. Zwei Gegner, einer schon tot, bevor die Runde überhaupt angefangen hat. Das sind optimale Bedingungen. Jo. Disqualifié. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Und, oh herrlich. Oh, wie wunderschön. Habika schafft es in einem Rutsch. Gute Arbeit, Commander. Unser Agent ist in Sicherheit und wir können die neuen Exor-Daten analysieren. In einem Rutsch zum Evakuierungsschiff. So, das heißt, wir haben nur noch drei oder so mögliche Positionen für die Exor-Zellen. Beeindruckende Arbeit, Commander. Mhm. Nach so einem Einsatz müssen unsere Soldaten zufrieden sein. Das hoffe ich auch, denn sie kriegen kein extra Geld. Ah, Corporal Gamete ist in den Rang Sergeant befördert worden. Allerfeinst. Also gut. Blitzschnelle Reflexe. Der erste gegnerische Reflexschuss jeder Runde verfehlt diese Einheit automatisch. Ja, das ist die beste Sache, die wir aktuell mit dir machen können. Weiter. Waffenfragmente, Exalt-Informationen. Das sind die wichtigen. Sturmgewehr und so weiter und so fort. Nicht ganz so wichtig. Entschlüsselung abgeschlossen. Statistisch unwahrscheinliche Exalt-Standorte werden gelöscht. Wollen wir schauen. Verdeckte Operationen. Also, nicht in einem Inselstaat. Und östlich des Atlantik, ist das neu, das mit dem Inselstaat? Gut, machen wir einen weiteren Aufklärungsscan. Wie war das noch? Wir haben eben... Wo waren wir eben? Keine Ahnung, wir müssen das nochmal scannen. Aufklärungsscan abgeschlossen. Position der Exalt-Zelle bestätigt. Japan. Japan ist... Also das, wo wir nochmal hin müssen, verdeckte Operation. Sagen Sie den Männern, Sie können nicht einfach Alien-Leichenteile als Souvenir mitnehmen. Das ist gegen die Vorschriften. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, welche Teile das alles sein können. Spion zur Mission entsenden. Ja, wird gemacht. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Japan. Das kostet uns eine Menge Geld. Allerdings versuche ich, noch mehr Informationen aufzutreiben, denn die... möglichen Zellen, die es noch gibt, nämlich hier Frankreich, Deutschland, Russland und Indien, das sind immer noch vier. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen verhindern, dass Exalt unseren Leuten in den Rücken fällt. Und je früher wir das machen, desto besser. Aber, nichtsdestotrotz, jetzt müssen wir ein wenig weiter an der Uhr drehen. Commander, wir haben eine Anfrage vom Rat erhalten. Höchste Prioritätsstufe. Na sowas, zum Larezentrum. Unsere Quellen haben einen Zwischenfall in Neufundland an der Küste oberhalb von St. John's gemeldet. Ein Fischerdorf gibt keinerlei Lebenszeichen mehr von sich. Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass Außerirdische die Hand im Spiel hatten. Wir sollen ein Team entschicken und nachsehen, was da los ist. Heidewitzka, das ist ein ziemlich ausführlicher Einsatz, den ich schon mal gespielt habe, der enorm spannend ist. Ich werde nicht verraten, was da vor sich geht, aber... Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Es ist tatsächlich ein relativ langer... und spannender Einsatz. Den werden wir euch ruhig mal nutzen. Wir haben hier Colonel Andy. Die haben beide die richtigen Rüstungsteile. Das ist richtig. Wir haben beide Max. Das ist gut. Sturm ist okay. Okay. Eine schwere Einheit ist auch okay. Wir gucken mal, ob wir noch andere haben. Ne, die sind noch verwundet. Gut, dann müssen wir Strutzi mitnehmen. Also Strutzi ist super, aber... ich wollte hier auf Nummer sicher gehen. Nichtsdestotrotz, wir versuchen das mal. Wir begeben uns auf eine der interessanteren Missionen des Spiels.
Panik zu verringern ist, denke ich, erstmal nicht schlecht. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Ach, jetzt haben wir noch... Ich glaube, wir hatten letztes Mal schon diesen Keiner Davids gebracht, von daher sparen wir uns das diesmal. Untersuchen Sie das Schlachtfeld, identifizieren und eliminieren Sie jeglichen Widerstand. Das Fischerdorf zeigt immer noch kein Anzeichen von Leben. Wir wissen nicht, inwiefern die Aliens darin verwickelt sind. Ebenso wenig, ob es Widerstand gibt und welcher Art. Extreme Vorsicht wird angeraten. Ich bin sicher, die Alien haben nichts damit zu tun, sondern diese Leute sind einfach schon mal los, um Weihnachten zu feiern. Commander, wir sollen verdächtige Aktivitäten in der Nähe eines Fischerdorfes auf Neufundland untersuchen. Ein von der dortigen Regierung entsandtes Rettungsteam ging gerade einem Notruf nach, als der Kontakt abbrach. Zum Schiff, zum Dorf und zum Rettungsteam selbst. Strike One muss dorthin und das Gebiet sichern. Mal sehen, was dort los ist. Ja, nichts Gutes. Wir haben ein neues Ziel. Das kann ich versichern. So, und wir bewegen uns hier ein wenig durch diese wunderschöne Karte. Ist tatsächlich eine von den Karten, die ich immer wieder traumhaft finde. Mit dem kleinen Schnee, mit den Partikeleffekten, mit dem Licht. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Ist sehr stimmungsvoll. Man hat so ein wenig diese... das Ding aus einer anderen Welt Atmosphäre eingefangen. Wenn ihr die nicht gesehen habt, es gibt zwei sehr unterhaltsame Fassungen davon. Es gibt eine von... wie heißt das? Eine aus den 50ern, die ist super, und eine von John Carpenter, dem Gott des, ich sag mal, B-Horror-Movies unserer Zeit. Und beide sind sehr gut. Die aus den 80ern ist von Kurt Russell, und es gab auch mal erstaunlicherweise enorm spät... verstehe. Wir haben einen Gegner, der hier drin ist. Wie kommen wir da ran? Mache mich auf den Weg. Versuchen wir es mal so. Na? Ja, da ist ein zweites Tor. Heading to that location. Noch ein Laserpräzisionsgewehr. Der Fire Turtle. Ich finde, der kann sich schon mal nach hier bewegen. Und auch auf Feldposten gehen. Und... Wie Sie befehlen. Holzkopf kann schon mal ganz nah rangehen. Das gleiche gilt für dich und ich glaube sogar, eventuell, da ihr alle auf Feldposten seid. In der Nähe treiben sich Zombies rum, Strike One. Ah. Die Chrysaliden können also auch nicht weit sein. Wir müssen schleunigst herausfinden, wo die Dinger herkommen. Wird gemacht. Ziele wurden aktualisiert. Bitte einmal feuern. Sehr gut. Und der freundliche Mann wird natürlich zwangsläufig in unser Feldpostenfeuer reinlaufen. Aber wir haben natürlich damit eine wichtige Information erhalten, nämlich, dass wir hier eine Chrysalidenplage haben. Und Chrysaliden, um das nochmal zu erinnern, das sind diese insektoiden Kreaturen, die vor allen Dingen eines machen, zu den Menschen hinrennen und ihre Eier in die Menschen legen, die dann eine Weile inkubieren, noch sozusagen während des Einsatzes dann entsprechend schlüpfen und dann Gnade einem Gott. Dann kommen noch mehr Chrysaliden. Also die sind enorm schwierig. Man sollte sie nicht nahe genug ranlassen, damit sie einen infizieren, und jeder Zombie, der auf einen zugewandt kommt, stellt eine potenzielle Infektionsquelle dar, aus der noch ein Chrysalid kommt. Also
ist eine einzige zu Befehl. Horrorshow, sobald die erstmal in Gang kommt. Eine Art insektoide Kettenreaktion. So. Wir haben ja gehört, die Chrysaliden können nicht weit sein. Die Frage ist, wo und in welcher Form werden wir auf sie treffen? Dich bewege ich mal nach hier. Einfach damit du aufschließt. Das kann sonst einen Tick zu lange dauern. Du gehst nach hier. So, nu. Ronnie Railgun. Oder auch genannt Armani Fire Turtle Flame Rider. Und du kannst hier hin. Holzkopf wird es am Ende wieder rausreißen, da bin ich mir ganz sicher. Holzkopf ist schnell und hat enorme Firepower. Dich lade ich schon mal nach. Tja, stellt sich die Frage, wo ist der Feind? Ich werde es nicht spoilern, es ist eine wirklich spannende Mission und vor allen Dingen habe ich sie... Ich überlege gerade, ob ich sie jemals ohne zu laden irgendwann geschafft hätte. Und ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, das sagt schon alles. So. Ja, rück mal vor. Und hier die Möwen. Ich liebe Möwen. Ich liebe alles, was mit Meer zu tun hat. Mit diesem Hai stimmt etwas nicht. Mit diesem Hai stimmt was nicht? Na. Das ist ein großes Fest. Könnten wir denn diesen Hai Dinge antun? Ja, könnten wir. Machen wir ruhig mal. Ich habe jetzt nicht gesehen, was dabei rausgekommen ist. Möglicherweise gar nichts. Er ist auf jeden Fall weg, der Hai. Von daher ist das gut. Vielleicht ist hier noch ein gefährlicher Hai. Aber natürlich, der Hai hat sich bewegt. Und wenn der Mensch schon sagt, mit diesem Hai stimmt was nicht, dann ist klar, da sind möglicherweise Chrysaliden drin. So, du bist schon wieder relativ weit zurück. Wie kann ich dich nur weiter nach vorne holen? Machen wir so. Ja. Dich auch. Du kommst direkt hinter Holzkopf. Au! Oh. Gut zu wissen. Dann schaffen wir dich mal dorthin und versuchen dich gleich mal mit einem Schuss zu betrauen. Ja. 9 und kritisch. Allerbestens. Ah, das sind Zombies. Ist nicht schön, aber es zumindest sind noch keine vollblauen Chrysaliden. Ich meine, das kommt gleich. Sobald die einmal mutieren, haben wir den Salat. Okay, eins nach dem anderen. Und adieu. Adieu. Das höre ich auch zum ersten Mal. So. Bewegen wir dich mal nach hier. Das scheint nicht der Fall zu sein, dass das klappt. Aber was ist, wenn du dich hier hinstellst? Oh, da ist ja einer. Ah, verdammt. Ich hasse euch alle. Ich hasse Chrysaliden. Ich finde sie furchtbar. Okay, der Zombie wird mir nicht viel tun, diese Chrysaliden schon. Was ist, wenn ich das mache? Allerfeins, schon mal ein Anfang. So, was haben wir hier? 54% ist kein guter Wert, aber ich werde den Teufel tun, da näher rangehen. Okay. Nächster Versuch. Ist das hier. Mit Vergnügen. Eine schöne Rakete von Zhang. Damit er sie ordentlich versenkt.
Und schon passiert. Und er hat noch eine Rakete übrig. Das macht mir noch viel mehr Vergnügen. Die Frage ist, das ist unsere letzte Einheit. Wie verhindern wir hier, dass hier Schaden entsteht? Möglicherweise gar nicht. Deswegen bewege ich aber zumindest mal Alice mit ihrem Präzisionslaser nach unten. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber hier hat sie ein bisschen mehr Platz, um zu manövrieren. Systeme weisen akzeptable Werte auf. Ah. 8 ist enorm stark. Der wird mit Sicherheit in der nächsten... Oh, warum machen wir das nicht so? Das spart Munition. Nähere mich feindlichem Ziel. Der wird bei nächster Gelegenheit ausfallen. Das ist schon absehbar. Ich gucke mal, ob wir irgendwo ein Medikit dabei haben. Haben wir ein Medikit vergessen? Kann das sein? Ich sehe keine Medikits. Wir haben Medikits vergessen. Das könnte ein Problem sein. Das könnte ein echtes Problem sein. Mist. Gut, machen wir das Beste draus. Einheiten vorrücken. Und im nächsten Schritt nachladen und dann weitersehen. Präzisionsgewehr, das ist wunderbar. Du kannst dahin und nachladen ruhig. So, du kannst nicht nachladen. Du kannst nachladen, aber ich will dich stattdessen einfach schon mal hier rüber schaffen. Verstanden. So, du hast leider auch schon... Oh. Aye, aye, Commander. Wieder eine halbe Waffe nur noch. We're green to go. So. Zwei Gesundheit wiederhergestellt. Das wären maximal 6, das heißt... ihm werden 3 nachher fehlen. Er hat immer noch genügend, aber ich habe zur Sorge, dass er danach möglicherweise das Holzkopf tatsächlich danach mal für eine Mission ausfällt. Das wäre enorm ärgerlich. So, das hier ist die Runde, in der wir viel nachladen. Begebe mich an neue Position. Oh. Dieses Schiff ist nicht einfach auf Grund gelaufen. Es wurde regelrecht überrollt. Vermutlich ist das die Quelle unseres Chrysaliden-Problems. Wir können nur froh sein, dass es kein Kreuzfahrtschiff war. Das kann ich mir vorstellen. So, und ich kann Gegner sehen. Das ist natürlich unschön. Aber ich kann sie zu 100% treffen. Einer weniger. Feind in Sichtweite. Bedrohung ausgeschaltet. Und da kriegen die beste Laune. Colonel Andy. Ah. Meine Munition ist gleich alle. Das ist ultra fein. Und Holzkopf ist selektiert, das ist schon mal gut. Schaffen wir Holzkopf mal hier rüber. Denn ein Schuss sollte in der Regel ausreichen. Ja. Um das Problem übergangsweise anzugehen. Ziel wurde neutralisiert. So. Jetzt müssen wir sehen, dass wir zusehen, dass wir dich irgendwie hier rüber kriegen. Ruhig mal nach hier. So. Und das hier ist... Oh, wir haben doch noch keine Rakete mehr. Das ist ärgerlich. Ich habe mich verzählt. Rücke vor auf angegebene Position. Schaffen wir euch erstmal alle einigermaßen zusammen. Und entscheiden dann, was wir tun. Ja, hier rüber. Zwei Gesundheit wiederhergestellt. Er wird trotzdem verletzt werden, das steht außer Frage. Zombie. Struzzi haut den Mutzi. Da Nutzi. Ich sollte aufhören zu versuchen zu reimen, wenn es nicht zu reimen gibt.
Okay. Gut, du hast zu wenig Munition. Bin wieder online. Holzkopf kann feuern, 100%. Oh, und einen kritischen Treffer erzielt. Munition ist aus. Gegner ausgeschaltet. Nachladen. So, schauen wir uns das Schiff mal an. Ha, es gibt also ein Oben und ein Unten, das ist schon mal wichtig. Und die Frage ist, wo geht man rein? Ich habe das Gefühl, wir könnten nach oben und nach unten müssen. Was für mich heißt erstmal, dass du... Will ich dich oben oder unten haben? Ich glaube, ich will dich oben haben. Du mit dem leichten MG, du gehst nach vorne. Hab verstanden. Und du mit dem Laserpräzisionsgewehr. Du gehst mit nach oben. Okay. Ja. Und eins der Laserpräzisionsgewehre geht mit nach unten. Dann sind wir ein wenig ausgeglichen. Und das gleiche machen wir mit dem Max. Einer geht nach oben, einer geht nach unten. Und ich würde sagen... warum habe ich jetzt die dramatische Musik? Ist schon wieder ein Gegner zu sehen, den ich übersehen habe. Keine Ahnung. Versuchen wir es mal. So. Du rückst auf, aber wohin? Du hast natürlich keine Möglichkeit, hier näher ranzukommen. Weil hier immer noch Feuer ist. Rücke auf Ziel vor. So, du gehst dahin. Du und ein leichtes Präzisionsgewehr. Ihr geht... Upsala. Dahin. So. Ein Mac und zwei Leute sind dort. Und die anderen beiden müssten dann theoretisch hier rüber. Und der Mac. Zielort bestätigt. Der Mac muss dorthin. So, als allererstes. Als allererstes kann dieser Mac da nicht oben rauf. Das ist gut zu wissen. Kann der Mac da oben rauf? Nein, beide Macs können nicht da oben rauf. Das ist ein Problem, was wir dadurch lösen, indem wir dich hier rauf schaffen. Zur Not kannst du noch Sturm und Schuss machen. Hast du aber nicht, deswegen gehst du in Überwachungsmodus. Zielposition bestätigt. Du gehst da auch rüber. Und als nächstes schaffen wir Moin hier hoch. Der kann ruhig da oben auf dieser Position stehen bleiben, denn es muss niemand hinter ihm hochkommen. So, nächster Schritt. Ich würde sagen, wir haben die Quelle unserer Chrysalidenplage gefunden. Und es sieht noch übler aus, als wir befürchtet hatten. Wenn die Chrysaliden diesen Wal als Nest benutzt haben, wer weiß, wie viel Nachwuchs sie dann produzieren konnten. Allerdings, das sieht aus wie ein... Was ist das, ein Pottwal oder ein Blauwal? Auf jeden Fall singt er nicht mehr den Song of His People. Unsere Sensoren melden starke Aktivitäten aus dem Inneren dieses Schiffs. Sie dürften bald Gesellschaft kriegen. Aber ihre Bewaffnung reicht nicht aus für diesen Gegner. Wir brauchen einen Luftschlag. Wenn sie den Transponder des Schiffs reaktivieren, kann unsere Luftunterstützung sie orten und das ganze Ding vernichten. Ziel wurde aktualisiert. Okay, wir haben also zwei Situationen, die sich hier parallel ergeben. Die erste ist, wir müssen schnell handeln, denn sonst werden wir von Chrysaliden überrannt. Die zweite ist, wir müssen diese
dieses Ziel markieren, damit wir dann einen Luftangriff bekommen, der dann wiederum wahrscheinlich relativ schnell eintrudeln wird und von dem wir dann auch davonlaufen müssen. Großartig. Wir müssen also das Innere des Schiffs sichern, um Chrysaliden abzuwehren, und wir müssen uns auf dem oberen Teil des Decks durchfriemeln. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Bis zu der Stelle. Genau. Wo wir diesen Sender platzieren können. So. Mürümü. Geht los. Adieu. So, du gehst auch hier ran, aber nicht zu nah. Holzkopf hat hier schon mal diese Seite ein bisschen abgefrühstückt. Er geht auch ran, aber auch da nicht zu nah, nah genug, um hier was zu machen für den Fall, dass da was rauskommt. So, und jetzt kommt der interessante Teil. Wir müssen hier so nah wie möglich ran, so schnell wie möglich. Aber so schnell können wir gar nicht, denn für den Fall, dass hier oben irgendwas kommt, möchte ich nicht, dass Sturzi hier alleine den Feind sozusagen gegenübersteht. Das wäre die schlechteste aller Lösungen. Deswegen möchte ich, dass mindestens der Scharfschütze immer noch in der Lage ist, hier einen weiteren Schuss rauszudrücken. Sehr gut. So, und hier werden mit der Zeit immer mehr Gegner kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die aus diesem einem grausigen Schicksal erlegenen Wal eine sehr, sehr unerfreuliche Begegnung haben werden. So, du hast keine Munition mehr für einen Schuss, das heißt, du lädst nach. Du ja, deswegen gehst du in Feldposten. So. Hier scheinen keine Gegner zu sein. Deswegen nehmen wir... Wo ist das Ziel? Da. Das Laserpräzisionsgewehr von Moin wird uns gute Dienste leisten, aber nur dann, wenn wir versuchen, es in Position zu bringen. So, und das nächste Problem ist, am Ende müssen wir die Einheiten natürlich auch noch wieder zurückschaffen, höchstwahrscheinlich. Das macht die Sache nochmal kniffeliger. So, leichtes MG. Das ist die Waffe der Wahl. Ach, unschön. Zwei Gegner, das ist das, was ich meinte. Langfristig werden wir hier keinen Spaß haben. Der macht keine Probleme mehr. Ja. Fire Turtle ist wieder bereit. Holzkopf allerdings muss nachladen. Nachgeladen. So, jetzt kommt der etwas unschöne Teil. Wir müssen ein wenig aufrücken und wir wissen nicht ganz, wo der Chrysalid, der eben geschlüpft ist, der zweite, wo der rauskommen wird. Rück aus. Es kann zum Beispiel auch sein, dass der versucht, hier hochzuklettern. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und deswegen müssen wir ein wenig vorsichtig sein. Okay. Da ist er. Volle Energie. Allerfeinst. Aber ich bezweifle, dass das war. Da kommt mit Sicherheit jetzt noch ein neuer raus. Ja. Und glücklicherweise steht Zhang oben und schießt schon mal drauf. Voll er kann. Okay, 100% Trefferchance ist gut genug für mich. Mir ist durchaus bewusst, dass die nicht so bedrohlich wirken jetzt im Moment, aber ich kann euch versichern, wenn die erst einmal dazukommen und eine von unseren heißgeliebten Einheiten nachher
infiziert, dann sind wir alle sehr, sehr unglücklich. Okay. Du bleibst gleich da stehen. Und du bewegst dich nach hier. Und in der nächsten Runde wird einer von euch das Ganze auslösen. Nachladen. Oder vielleicht das übernächste. Ja, ich denke, das ist die beste Wahl, die wir haben. Wir stellen die Einheit, die wir verwenden wollen, hierhin. Das ist ein Feld davon entfernt, wo sie nachher etwas tun muss. Ah, die Einheit stellen wir schon mal hierhin. Und die Einheit schaffen wir auch schon mal hier runter. Das heißt, wir können langsam anfangen, uns zurückzuziehen. Ja. X-Ray eliminiert. Einer weniger. Das ist das Alien, was wir beschießen müssen. Gut. Du hast keine Munition mehr, das ist schlecht. Wie ist es mit dir? Du hast noch Munition, sehr gut. Und du triffst, das sind noch viel bessere Bedingungen. Ich muss nachladen. Er ist tot. Er ist tot. Sehr gut. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, fang an, dich nach draußen zu bewegen. Das machen wir jetzt mit allen Einheiten und keine einzige von denen wird... Oh, ist vielleicht ganz gut, wenn wir es vorher auslösen. Um zu sehen, ob dann irgendwelche Gegner spawnen. Moving. Der Transponder des Schiffs ist aktiv und sendet. Sie müssen da weg, Strike One. In ein paar Minuten geht dort alles hoch. Wenn sie da nicht weg sind, sind sie so gut wie tot. Großes Vergnügen. Zwei Runden bis zum Luftangriff. Das ist natürlich durchaus eine knappe Geschichte. So, Sturm und Schuss. Das ist unser Modus. Und bestätige Befehl. Wir sind natürlich ein Tick langsamer als... Oder andersrum, die hier hinten, die haben natürlich jetzt gefeuert. Das heißt, die werden sich ein bisschen langsamer vorwärts bewegen können. Das heißt, wir können es uns eigentlich erlauben, ein paar von den Einheiten auf Feldposten zu stellen. Aber im Grunde haben wir es schon enorm eilig. 8 Runden sind wirklich nicht viel. So, und was ist mit dir? Kannst du dich bewegen? Nein, du kannst dich nicht bewegen. Das ist das Problem. Okay, ich lasse dir... Fire Turtle stehen. Der wird nachladen. Angriff auf feindliche Ziele. Und... Zug beenden. So. Runden bis Luftangriff 8. Alles klar. Dann geben wir mal, wie heißt das so schön? Hackengas. Rücke vor. So. Ja, du bewegst dich nach hier. Und dann lädst du nach. So. Der Letzte macht das Licht aus, in dem Fall Struzzi, der heldenhafterweise hier das Signal gestartet hat. Wo ich mich frage, ist, wie man wie die Basis immer genau sehen kann, was wir machen und wie wir es machen und wo wir machen. Und am Ende brauchen sie aber noch jemanden, der da auf den Knopf drückt, in dem, was sie ohnehin schon sehen können. Bin ich nicht so überzeugt von. So. Dich können wir fast schon nach hier räumen. Ja. Ja. Ja.
Da geht's ganz gut vonstatten. Aber ich glaube. Rücke vor auf angegebene Koordinaten. Eventuell brauchen wir uns darum gar nicht zu kümmern. Weil wir schnell genug von den Gegnern wegkommen. Aber die Voraussetzung ist, dass wir das auch wirklich tun. Und dazu müssen wir, glaube ich, mit allen Einheiten, die da hinten stehen, erst einmal so weit wie möglich nach vorne kommen. Und dich können wir ruhig hier hinstellen und verwenden als erste Linie der Verteidigung. Und du kannst schon mal hier hin. Da ist er. Und er kriegt, glaube ich, auch gleich einen Railgun-Schuss ab. Ja. Oh. Verschmutzung der Zieloptik registriert. Ja, ich glaube, vor denen können wir nicht wirklich unbegrenzt davonlaufen. Oh, aber ich glaube, wir können auch nicht weiter hier rumstehen. Unschön. Ha, bewegen wir erstmal die... Nein, wir rennen. Wir versuchen zu rennen. Ja, wir lassen uns... nicht auf irgendeinen Konflikt ein, sondern wir versuchen so viel Raum zwischen uns und die Gegner wie möglich zu kriegen. Zur Not können wir immer noch einschreiten. Das ist der Grund, warum ich hier nicht die volle Strecke laufe mit Holzkopf, weil Holzkopf im Zweifelsfall noch nach hinten feuern kann. Sobald da was kommt, aber Sturm und Schuss ist das, was wir wollen. Die werden mit Sicherheit immer einen Schritt hinter uns sein, bis einer von uns mal einen Fehler macht oder ein Problem bekommt und dann ist da Feierabend. Das wollen wir natürlich nicht. Und eine Person ist noch übrig. Und ich bin momentan am Überlegen, ich könnte sie hierhin schaffen. Keine Ziele verfügbar, okay. Aber Feldposten stellen. Dann kriegt der Nächste, der reinkommt, zumindest einen Präzisionslaser und eine Minigun ins Gesicht oder eine Railgun. Ja. Das sind zwei Züge, verdammt, die sind erstaunlich schnell. Okay. Oh nein, oh nein. Okay. Darum müssen wir uns kümmern. Okay. Schritt 1. So. Einer weniger. Schritt... 2. Ich muss neutralisiert. So, und jetzt muss ich nochmal schauen. Unauffällig Opportunist, echt guter Boden, Schnellschuss. Schnellschuss ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Mit Schnellschuss kann sie noch ein zweites Mal etwas tun, nachdem sie einen ersten Schuss abgegeben hat. Ja. Ganz genau. Und da ist unsere Zone, die wir brauchen. War das jetzt richtig? Habe ich das richtig erkannt? Geht in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher. Bin schon dabei, Commander. Mhm. Es wird Zeit. Let's do this. Oh, 5 Runden nur noch. Rücke vor auf angegebene Position.
Nein, das war eben nicht mehr möglich für das arme Ding. Mist, jetzt müssen wir die von ganz... Die wird die letzte sein, die hier rauskommt. Ach, du liebes Lieschen. Oi, oi, oi. Und jetzt geht's hier langsam richtig in die Vollen. Strike One, der Luftschlag steht kurz bevor. Begeben Sie sich zum Evakuierungspunkt, bevor es zu spät ist. Ja, das kann ich mir nur nicht erlauben. Wir müssen das arme Kind hier rausholen. Und du? Okay. Du musst den hier ausschalten. Ach, verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Gut, was wir machen können, ist, dass du dich nach hier bewegst und dann selber auf das Ziel feuerst. Gut. Und da wir eh auf noch ein wenig warten müssen, werde ich dich einfach hier mal hinstellen, dich hier hin. Oh. Anne ist dran, so. Ja, jetzt wird überhaupt nicht mehr gebremst. Jetzt rennen wir direkt bis zum Ziel. 3 Runden bis zum Luftangriff und ungefähr 2 Runden, bis die Viecher uns eingeholt haben. Allerspätestens. Oh. Schon unterwegs. Anscheinend habe ich mir hier gerade selber den Weg abgeschnitten. Das macht aber nichts. So. Zeng. Bestätige. Kann hierhin. Auch Zeng kann in Feldpostenmodus gehen. So, und du bist ja das arme Schwein, was ich hier fast zurücklassen wollte. Oh. Ein bisschen drehen. Roger Dodger. Hier ist eine reine gute, die Moin. Einsatz fortsetzen. Ich möchte den Einsatz noch nicht abschließen, solange ich noch niemanden oder noch irgendjemanden in der... nicht in der Angriffszone, in der Abholzone habe. Ich komme schon ganz durcheinander, weil lass mich das so... Ich habe feuchte, klamme Hände. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hören kann. Klamme Hände. Jedes Mal. Der Luftschlag kann jeden Moment erfolgen. Ja. Ja, doch. Ich bin dabei. Gut, du, steht man da noch drin? Na so. Befehl bestätigt. So. Und Holzkopf? Bin unterwegs zu neuer Position. Und? Und? Wo ist sie? Da. Du musst hier hin. Ah, sehr schön. Ja, wenn das mal nicht aufgeräumt ist. Ich hätte mich vielleicht einfach hinter die anderen Häuser gestellt. Dann wäre mir auch nichts passiert. Schauen wir mal, was wir eigentlich dafür kriegen. Und inwieweit jetzt Holzkopf leider auf die Krankenstation ist. Ich hoffe nicht, denn er ist wirklich inzwischen die Stütze von unserer ganzen Mission. Nee, keine Verluste. Keine schlechte Leistung. Und Holzkopf ist befördert worden. Zu Recht, wie ich finde. Zum Colonel. Und er kann Absorptionsfelder. Jeder Treffer, der mehr Schaden verursacht als 33% der maximalen Gesundheit des Max, wird auf den Wert abgeschwächt. Das ist nicht schlecht. Oder reaktive Zielerfassungssensoren. Der Mac bekommt in jeder Runde einen freien Schuss auf den ersten Gegner, der ihn angreift. Sofern genug Munition vorhanden ist.
Ich glaube, wir spielen es vorsichtig. Wir machen Absorptionsfelder, denn er ist unser wichtigster Mann, der Holzkopf. Ja. Weiter. Panik verringert. Wir bleiben aber wo? In Kontakt, Commander. Überall? Nicht überall. Aber hier drüben. Sehr gut. Offene Aufträge? Cyberdisk-Wrachs haben wir nicht genug. Stunden übrig 70. Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber apropos Stunden, unsere Stunde ist schon seit einer Viertelstunde rum. Wir haben zwei fantastische Missionen hier an den Tag gelegt und absolviert. Das soll uns eine Lehre sein. Die Aliens, sie kommen, auch wenn wir noch so gut vorbereitet sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!